Markus Kirsek, ich bin 23 Jahre alt und ich habe jetzt seit 2,5 Jahren circa ein Tattoo schon in Frieling. Ich habe, als ich die Schule hinter mir hatte, eine Ausbildung als technischer Zeichner angefangen, habe da 3,5 Jahre auch dann bearbeitet. Zum Tätowieren gekommen bin ich ursprünglich, weil ich als Kind und Jugendlicher schon immer gern gezeichnet habe. Mit 18 habe ich mich dann tätowieren lassen, bin mit der Tätowiererin ins Gespräch gekommen, habe zu ihr gesagt, ich würde das Tätowieren gerne mal ausprobieren und sie hat gemeint, ich könnte, wenn ich Freiwillige habe, die sich zur Verfügung stellen, könnte ich ihr Studio benutzen unter professioneller Anweisung, um eben einfach mal zu schauen, ob mir das liegt. Hab's ausprobiert und hat mir sofort Spaß gemacht und ich habe praktisch den Schluss gefasst, ich möchte in Zukunft keine andere Arbeit mehr machen als tätowieren. Hab mich dann selbstständig gemacht mit Anfang 20 und mir somit meinen Traum erfüllt. So gut wie jeder hat die motorische Gegebenheit, das zu erlernen. Was technisch daran schwierig ist, will ich in erster Linie auch ein bisschen das Arbeiten mit anderen Menschen, weil es ist ja im Prinzip eine komplett andere Art der Kunst, weil in keinem anderen Bereich der Kunst ist die Leinwand lebendig. Am liebsten tätowiere ich traditionelle Motive, auch genannt Oldschool, eben nach der alten Schule, von Seefahrermotiven inspiriert. Mittlerweile sind die Tattoos in der Mitte der Gesellschaft angelangt. Das merkt man auch an meinen Kunden. Man hat wirklich von der Hausfrau mit ihrer Tochter über wirklich ältere Leute, hat man alles dabei. Und mittlerweile ist einfach die Vielfalt und auch die Toleranz dafür so groß, dass man das durchaus in Erwägung ziehen kann, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen. Wenn es darum geht, ein Kunstwerk zu schaffen an sich, dann greife ich gerne wieder auf konventionelle Zeichenmethoden zurück. Das reicht dann wirklich von einfachen Bleistiftskizzen und Kohlezeichnungen bis hin zu Tuschezeichnungen, die ich dann wirklich mit einer Feder praktisch erstmal die Outlines vorbereite und dann mit dem Pinsel und mit Tusche schattiere. Im normalen Tätowieralltag greife ich sehr gerne aufs iPad zurück, weil man kann digital sehr viel darstellen, man hat sehr viele Möglichkeiten, was auf die Schnelle zu simulieren auch. Hier auf dem Land ist es halt so, wenn man sich einmal einen guten Ruf gemacht hat, dann hat man ein sehr großes Einzugsgebiet. Man hat keine Laufkundschaft, man muss sich einen Namen machen. Das ist natürlich aufgrund der Reichweite hier auf dem Land ein bisschen schwieriger, aber wenn es dann mal soweit ist, ist es genau gleich wie in der Großstadt, wenn nicht sogar besser. Weil die Leute laufen nicht an einer Tattoo-Studio vorbei und entscheiden sich spontan, sich tätowieren zu lassen. Die Leute überlegen sich das gut. Natürlich hatte ich Angst. Das Risiko, dass es nicht klappt, bestand ja auch. Allerdings habe ich von Anfang an sehr weitsichtig geplant. Ich habe eben schon genug Geld gespart und von dem her habe ich das Risiko, soweit es irgendwie möglich war, gering gehalten. Ich hoffe, ich werde noch eine Weile den Beruf ausüben, den ich jetzt ausübe, und ich werde auf gar keinen Fall das irgendwann mal jemals bereuen. Also das ist was, wobei ich mir sicher bin.